Yo, Peace, Leute. In diesem Video habe ich mal alle Zwischensequenzen von großen Operationen zusammengeschnitten. Das ist jeweils immer einmal aus deutscher und aus britischer Sicht. Die Reihenfolge ist genauso, wie es auf den offiziellen DICE-Servern vorgegeben ist. Es beginnt mit der Operation Battle Axe, gefolgt von Schlacht um Frankreich. Danach folgt Fall von Norwegen und endet mit Angriff auf Rotterdam. Das Video dürfte für Leute interessant sein, die nochmal alle Story-Elemente zusammenhängend sehen wollen, plus weitere historische Fakten erfahren möchten. Ich verlinke euch am Ende des Videos nochmal drei ähnliche Videos. So, jetzt viel Spaß beim Video. Wir hören uns morgen. Wenn ihr weitere Battlefield-Videos sehen wollt, vergesst nicht, das Video zu bewerten und ein Abo dazulassen, plus die Glocke einzuschalten. Euer Goldpriester. Ciao. Der deutsche Vorstoß ist zum Erliegen gekommen. Sie haben sich jetzt rund um Tobruk eingegraben und belagern unseren letzten verbliebenen Versorgungshafen. Wir müssen ihn befreien und das erreichen wir mit einem Angriff durch den Halfaya-Pass. Luftlandetruppen werden im Vorfeld die feindliche Artillerie zerstören. Viel Glück! Alle feindlichen Artilleriegeschütze sind außer Gefecht und unsere Hauptstreitmacht kann den Halfaya-Pass ungehindert betreten. Anscheinend wendet sich der Krieg in Afrika endlich zu unserer Gunst. Wir müssen dennoch vorsichtig vorgehen. Die gestrige Taktik war gut, aber an der Umsetzung hat es gehapert. Dennoch sind wir in guter Verfassung am Halfaya-Pass angekommen. Jetzt müssen wir die deutsche Verteidigung durchbrechen. Erobert und haltet alle zugewiesenen Ziele. Wir werden Jerry Schritt für Schritt vom Pass vertreiben. Der Halfaya-Pass ist in unserer Hand und die verbliebenen deutschen Verteidiger ziehen sich zurück. Wir werden jetzt zum letzten Angriff vorrücken. Wir haben das deutsche Afrika-Korps heute zum ersten Mal besiegt. Und so Gott will, wird es nicht das letzte Mal gewesen sein. Während wir die Deutschen auf dem Pass besiegt haben, hat unsere Flanke Jerrys Flugfeldern einen Schlag versetzt. Wir wissen jetzt auch, warum die Deutschen sich zurückgezogen haben. Sie sind nämlich zu ihrer Verstärkung gestoßen. Wir werden sie erneut in die Flucht schlagen, indem wir diesen Bereich Ziel für Ziel sichern. Ihr habt tapfer gekämpft und unser Feldzug war zum Teil erfolgreich. Deutsche Panzer haben am Halfaya-Pass einen Gegenangriff gestartet. Zieht euch zurück, um eine Einkesselung zu vermeiden. Aber unsere Bemühungen hier waren nicht vergebens. Ihr habt den Deutschen gezeigt, wie schnell der Schatten der Niederlage auch auf sie fallen kann. Wir haben die Alliierten monatelang gejagt. Jetzt belagern wir sie in Tobruk. Sie planen, den Halfaya-Pass anzugreifen. Zunächst werden sie unsere Langstreckenartillerie ins Visier nehmen. Unsere Geschütze müssen einsatzfähig bleiben. Wir wussten, dass sie kommen. Doch unsere Vorbereitungen konnten die Alliierten Fallschirmjäger kaum aufhalten. Die Artillerie ist komplett zerstört und der Feind kann jetzt ungehindert zu uns vorstoßen. Wir müssen unsere Stellungen befestigen. Die Schlacht wird bald losbrechen.
gemacht, Soldaten. Unsere Artillerie hat den feindlichen Vorstoß geschwächt. Wir haben Verstärkung angefordert, doch bis zu ihrem Eintreffen müssen wir uns hier verteidigen. Wir sind noch nicht am Ende. Falls nötig, formiert euch neu und setzt den Kampf fort. Die alliierten Truppen konnten den Pass nicht einnehmen. Wir werden unseren Sieg dazu nutzen, in der Nähe des Flugfelds zu unserer Verstärkung zu stoßen. Von dort aus starten wir einen Gegenangriff und wir bestimmen den Zeitpunkt. Ihre Schwäche wird ihr Verderben sein. Während wir am Pass beschäftigt waren, ist ein zweiter Verband an unserer Flanke vorbeigekommen. Aber dafür ist unsere Verstärkung eingetroffen. Wir werden uns dem Feind entgegenstemmen, jede Stellung sichern und ihn vom Schlachtfeld vertreiben. Die Alliierten haben zwar diese Schlacht gewonnen, aber ihr Erfolg wird nur von kurzer Dauer sein. Während wir den Feind hier angegriffen haben, hat eine Gruppe von Panzern den Halfaya-Pass zurückerobert. Die britischen Truppen sind umzingelt und abgeschnitten. Deutschland wird siegen. Achtung! Ein deutscher Verband hat die Ardennen überschritten und kommt jetzt auf uns zu. Er wird in Kürze in Artilleriereichweite sein. Fallschirmjäger werden versuchen, unsere Kanonen vor ihrem Hauptvorstoß zu zerstören. Unsere Geschütze müssen unbedingt einsatzfähig bleiben. Viel Glück! Eine gute Leistung in Anbetracht der Umstände. Die meisten unserer Kanonen sind noch einsatzfähig und Jerry muss beim Vorrücken vorsichtig sein. Aber er wird vorrücken. Und wenn er morgen hier ankommt, verpassen wir ihm wieder eine blutige Nase. Macht euch bereit! Wir haben unsere verbliebenen Geschütze gegen Jerry eingesetzt. Unser Intervallbeschuss hat ihre Reihen ausgedünnt und sie geschwächt. Haltet eure Sektoren, bis ihr zum Rückzug gezwungen werdet. Dann formiert euch neu und kämpft weiter. Habt Selbstvertrauen und setzt euch durch. Ein erstaunlicher Sieg! Dank eures Mutes und eurer Entschlossenheit haben wir gewonnen. Während die Deutschen ihre Wunden lecken, werden wir uns zu einer günstigeren Position weiter im Landesinneren zurückziehen. Dort werden wir uns ihnen nach unseren Regeln stellen und erneut siegreich bleiben. Der Erfolg gegen die Deutschen hat uns genügend Zeit gebracht, um eine Verteidigungslinie zu errichten. Sie werden alles gegen uns einsetzen, was sie haben, aber wir werden dieser Herausforderung begegnen. Der Weg nach Paris ist versperrt und wird es auch bleiben. Soll Jerry sich eine blutige Nase holen? Ihr habt das Unmögliche vollbracht. Mit unserer Truppenstärke können wir Frankreich nicht retten. Aber was ihr heute vollbracht habt, hat euren Kameraden die Zeit für die Evakuierung verschafft. Angesichts des Gegners strahlt eure Tapferkeit wie ein Licht der Hoffnung für alle, die in Europa kämpfen müssen.
Unser Erfolg in den Ardennen hat uns den Weg nach Frankreich geöffnet. Unser nächstes Ziel sind die feindlichen Artilleriebatterien. Springt hinter den feindlichen Linien ab. Findet die Tornistersprengsätze und zerstört damit die Kanonen. Schlagt hart und schnell zu. Dann ist der Sieg unser. Enttäuschend. Unsere Fallschirmjäger haben nur wenige feindliche Kanonen zerstört. Die Artillerie wird unseren Vorstoß ohne Zweifel weiterhin behindern. Aber unsere Befehle bleiben dieselben. Wir sollen die Verteidigung der Alliierten durchbrechen und weiter nach Paris ziehen. Geschwächt, aber wir bleiben entschlossen. Dass wir die Artillerie der Alliierten nicht komplett zerstören konnten, hat uns gebremst. Dennoch müssen wir den Angriff fortsetzen. Rückt Sektor für Sektor vor, überwältigt ihre Verteidigung und sichert eure Bereiche. Unser Angriff ist gescheitert. Die gegnerische Verteidigung war zu stark. Unser Vorstoß wurde verlangsamt und die Alliierten können sich leicht zurückziehen und neu formieren. Wir haben heute Kameraden und unsere Ehre verloren. Das passiert nicht noch einmal! Die Alliierten sind harte Gegner. Unser Vorstoß hat ihnen Zeit gegeben, sich zu verschanzen. Konzentriert euch auf die Schwachstellen in ihrer Verteidigung, bis ihr ihre hinteren Stellungen erreicht habt. Wir werden ihnen zeigen, was Blitzkrieg bedeutet. Dieser Sieg wird in die Geschichte eingehen. Ihr habt die Verteidigung der Franzosen durchbrochen und einen Rückzug der Alliierten erzwungen. Über Paris weht die deutsche Flagge. Eure Tapferkeit hat das möglich gemacht. Achtung! Wir werden euch vor der eigentlichen Landungsoperation absetzen, um die deutsche Verteidigung zu schwächen. Ihr müsst Lager mit Sprengsätzen finden und damit Jerrys Artillerie außer Gefecht setzen. Falls sie einsatzfähig bleibt, machen diese Kanonen mit unseren Landungstruppen kurzen Prozess. Gute Jagd! Der Angriff aus der Luft ist gescheitert. Und die deutsche Artillerie ist größtenteils noch einsatzfähig. Wir müssen bei der Landung mit Verlusten rechnen. Aber die Operation wird weitergehen. Wir werden Narvik erobern. Thank you.
Da Jerrys Geschütze größtenteils noch intakt sind, wurde unsere Annäherung von konstantem Beschuss begleitet. Die Verluste waren hoch und jetzt müssen wir einen gut verbarrikadierten Feind angreifen. Seid unnachgiebig. Wir werden den Feind Sektor für Sektor besiegen. Die Deutschen haben unseren Vorstoß in Narvik aufgehalten und wir konnten ihre Verteidigung trotz unserer Versuche nicht durchbrechen. Sie haben ihren Sieg klug genutzt und sich in eine günstigere Stellung in den Bergen zurückgezogen. Wir müssen sie vertreiben, bevor wir Narvik sichern können. Los jetzt! Unsere schwache Leistung in Narvik hat den Deutschen einen entscheidenden Vorteil verschafft. Ihre Verteidigungsstellung in den Bergen wird schwer zu erstürmen sein. Aber im Krieg ist das Glück immer mit den Tapferen. Die deutsche Verteidigung war unüberwindlich. Trotz aller unserer Bemühungen konnten wir Narvik nicht sichern. Unsere Operation war ein kompletter Fehlschlag. Jetzt, da Norwegen an Deutschland verloren wurde, wird sich ihnen kaum noch jemand in den Weg stellen. Vor uns liegen finstere Zeiten. Soldaten, wir haben Narvik erobert und damit das Eisen, das für uns unverzichtbar ist. Allerdings bereiten die Briten eine Landungsoperation vor. Der erste Angriff wird unsere Artillerie gelten. Beschützt unsere Kanonen. Sehr bedauerlich. Alle unsere Kanonen wurden zerstört und die Briten können ihre Truppen ungefährdet an Land bringen. Wir haben die beste Armee der Welt. Wenn jemand den britischen Angriff zurückschlagen kann, dann wir. Unsere wenigen Kanonen haben gefeuert, bis die Rohre glühten. Es hat trotzdem nicht ausgereicht, um die feindliche Flotte aufzuhalten. Die Briten sind gelandet und werden versuchen, Narvik einzunehmen. Wir werden sie bei jedem Schritt bekämpfen. Unsere Verteidigung war nicht ausreichend. Die Briten haben beträchtliche Verluste erlitten, aber sie haben die Kontrolle über den Hafen übernommen. Es ist noch nicht vorbei. Wir sollen uns in die Berge zurückziehen. Der Feind wird uns folgen und wir werden ihn dort besiegen. Soldaten, unsere Niederlage im Fjord war bedauerlich. Aber der Geschmack des Sieges hat den Feind arrogant gemacht. Er verfolgt uns ohne Rücksicht auf seine eigene Sicherheit. Hier in den Bergen werden wir ihn vernichten. Ihr habt tapfer gekämpft. Ihr habt unfassbare Strapazen ertragen. Und dennoch hat es nicht gereicht. Wir sollen das Feld dem Feind überlassen, unsere Waffen niederlegen und uns ergeben. Eure Opfer werden nicht vergessen werden.
Die deutsche Armee greift entlang der niederländischen Grenze an und verletzt damit Hollands Neutralität. Vermutlich bereiten ihre Fallschirmjäger einen groß angelegten Angriff auf unsere schwere Artillerie vor. Beschützt unsere Kanonen. Ohne sie haben wir nichts, um Jerry an einer sicheren Landung zu hindern. Das ist eine verdammte Katastrophe. Wir haben unsere gesamte schwere Artillerie verloren und haben nichts, um die deutschen Landezonen zu bombardieren. Nach diesem Erfolg müssen wir damit rechnen, dass die Deutschen bald ihren großen Angriff einleiten werden. Gott stehe uns allen bei. Verbliebene Artillerie hatte bei der Störung der deutschen Luftversorgung nur wenig Erfolg. Jetzt steht uns ihr Hauptangriff auf den Straßen von Rotterdam bevor. Haltet jeden Block so lange wie möglich und zieht euch dann zurück. Wir werden Jerrys Hoffnung auf einen leichten Sieg zunichte machen. Wir haben gegen die militärische Macht der Deutschen unsere Qualitäten bewiesen. Sie konnten Rotterdam nicht einnehmen und belagern jetzt die Stadt. Letztlich können wir diese Schlacht nicht gewinnen und es wird über die Bedingungen der Kapitulation verhandelt. Das Leid der Zivilbevölkerung muss ein Ende haben. Kapitulationsbedingungen wurden mit deutschen Bomben beantwortet. Die Zerstörung der Stadtmitte ist ein abscheulicher Akt, der nicht ungesühnt bleiben wird. Wir haben Befehl zum Gegenangriff erhalten und genau das werden wir auch tun. Wir werden Rotterdam von Jerrys Anwesenheit befreien. Der gewaltige Angriff der Deutschen und die Bombardierung von Rotterdam haben unsere Verteidigung komplett ausgeschaltet. Nach dem Verlust der Stadt haben die Holländer kapituliert. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Evakuierung der Regierung und der königlichen Familie. Wir werden ihren Kampf weiterführen. Angesichts der holländischen Verschwörung gegen uns bleibt uns nur die Invasion. Deutschland muss geschützt werden. Erst sollen Fallschirmjäger mit Sprengsätzen die Artilleriebatterien in der Nähe von Rotterdam zerstören. Anschließend folgt der Hauptangriff. Er muss erfolgreich sein. Verdammt! Ein Großteil der feindlichen Artillerie steht noch. Aber unser Befehl, Rotterdam einzunehmen, gilt weiterhin. Wir müssen es mit weniger Truppen und Nachschub bewerkstelligen als ursprünglich geplant. Dennoch müssen wir vorstoßen. Unsere Luftunterstützung wurde durch den ständigen Feindbeschuss empfindlich gestört. Aber der Angriff auf Rotterdam wird wie geplant fortgesetzt. Geht gemeinsam vor, seid vorsichtig und sichert Block für Block. Dann wird die Stadt fallen. Der Widerstand der Alliierten war heftiger als erwartet. Wir haben uns aus Rotterdam zurückgezogen. Das Oberkommando will ein Ende der Operation. Darum wurde ein großer Luftangriff auf die Stadtmitte befohlen. Er wird den Rest des Widerstands auslöschen.
Unsere Geduld bei den Verhandlungen war erschöpft. Also haben wir stattdessen unsere Bomber sprechen lassen. Jetzt steht die Stadtmitte in Flammen. Der Feind wurde aus seinem Versteck herausgetrieben. Er ist ungeschützt und kann vernichtet werden. Der Widerstand in Rotterdam ist niedergeschlagen. Die Stadt gehört uns. Bald wird ganz Holland kapitulieren. Dann ist die Eroberung der Niederlande abgeschlossen. Genießt euren Sieg. Schon morgen warten neue Schlachten.